So, meine Freunde, weiter geht's. Wir reden mit Sloane. Hat uns angerufen, hat wieder aufgelegt, hat kurz gesagt, sie will mit mir reden. Mit denen, denen sie nicht leiden kann. Mich. Ich mag die Alte auch nicht. Die ist so altig. Ich mach immer Dummheiten, vergiss das nie, Mann. Wo sind Ihre Leute? Ich habe Ihren Anblick nicht mehr ertragen. Kann es sein, dass Sie sauer sind? Der Scharlatan hat meine Leute benutzt, um Caetus halb tot zu schlagen. Er benutzt Caetus, um Sie nervös zu machen. Das weiß ich. Sie sind nicht hier, weil ich Ihr Mitleid wollte. Und wieso dann? Wohl kaum, weil Sie mich so unglaublich mögen. Der Scharlatan hat an Caetus eine Nachricht hinterlassen. Er will die Dinge zwischen uns klären. Der Treffpunkt ist in Drolea. Die Sache stinkt doch. Ach was, ich kann meinen Leuten nicht trauen, aber sie sind ein Außenstehender. Und ehrenhaft. Warum schlägt der Scharlatan jetzt zu? Wieso nicht schon früher? Ich habe das Kollektiv zu lange gewähren lassen. Ich habe es einfach unterschätzt. Dadurch ist es mutig geworden und gefährlich. Was mit Caetus passiert ist, ist meine Schuld. Aber jetzt hat die Sache ein Ende. Helfen Sie mir? Ich bin mir nicht sicher, ob ich in all das hineingezogen werden will. Sie wollen, dass die Initiative auf Caldera Fuß fasst? Seien Sie da. Ich hatte gehofft, es würde nicht so weit kommen, aber... Hey, shit happens, was? Ich gehe schon mal vor. Wir treffen uns dann dort. So. Shit happen. Scheiß passiert halt. Hier ist es immer so schön. Ich brauche hier mehr Musik. Ich brauche Radio hier drinne. Die Gegend ist interessant, aber... Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Keine Chance, dass das schief geht. Sie haben sich Zeit gelassen. Los, bringen wir es hinter uns. Ich bin dabei. Sie warten bestimmt auf jemanden. Reyes? Ich will den Scharlatan treffen, keinen drittklassigen Schmuggler. Sie sind das. Überraschung. Der angaranische Spion. Ihr Interesse an den Morden der Roka. Es ging ihnen immer nur darum, Sloans Macht zu untergraben. Steht der Tropfen hüllt den Stein. Sie sagten, Sie wollten die Dinge klären. Wie? Durch ein Duell. Sie gegen mich. Der Sieger bekommt Caldera Port. Sie wollen einen Krieg verhindern durch ein Duell?
Besser nur zwei Leute versuchen, sich gegenseitig umzubringen, als Dutzende. Einverstanden. Ein Scharfschütze erzielt auf Sloan. Ich mochte sie, Annie. Schaff sie weg und gib der Crew Bescheid. Heute Nacht holen wir uns Kadara Port. Jetzt haben sie, was sie wollten. Was ich will, ist Frieden. Sloan hätte den Krieg nach Helios gebracht. Und wir sind zu wenige, um das zu überleben. Heißen sie überhaupt Reyes? Meine Mutter hat mich so genannt. Ich heiße wirklich so. Ich habe nur gelogen, damit die Gerüchte über den Scharlatan ihre Meinung von mir nicht trüben. Was ich gerade gesehen habe, bestätigt diese Gerüchte über sie. Ehrenhaft zu sein hat mir nie was gebracht, Pathfinder. Und was jetzt? Jetzt nehme ich Kadara Port ein. Reyes, wenn das bei mir versuchst eines Tages, glaub mir, es wird misslingen. Ich bin kein Mann der Worte, ich bin ein Mann der Worte und der Taten. Zwei Dinge. Das macht mich imbar. Ich rede so viel Scheiße, ich weiß. Aber das macht mich doch so aus. So charmant und elegant. Ich hätte sie im Thronsaal erwartet. Ist das Tartarus nicht ein bisschen schäbig für Kadaras neuen Herrscher? Ach, kommen Sie, Ryder. Sie wissen, ich bevorzuge die Schatten. Ja, weil sie zwielichtig sind. Das wird's wohl sein. Das übernimmt Kima Dorgan für mich. Die Angara, der sie auf Sloans Party begegnet sind. Und ohne Sloan ist auf Kadara jetzt auch Platz für die Initiative. Ich suche sofort nach Freiwilligen für einen Außenposten. Aber das könnte dauern. Ihr Ruf ist nicht gerade gut. Wir sind nicht alle Diebe und Mörder. Okay, ich schon. Aber einige der anderen sind echt nett. Ganz bestimmt. Scherz beiseite. Ich will diesen Außenposten ebenso sehr wie Sie. Er wird unter meinem Schutz stehen. Das verspreche ich. Und was kostet mich dieses Versprechen? Nichts. Der Handel mit Ihrem Außenposten genügt mir. Was wird das? Ein Handschlag. Wir sind jetzt Partner. Partner und Freunde. Pathfinder. Kadara ist jetzt eine realisierbare Option für einen Außenposten. Die Badlands. Einer meiner Kollegen hat sich bei mir gemeldet. Vane Tereff hat es geschafft, Kadara zu verlassen. Er ist ein freier Mann. Dank Ihnen. Es war die Entscheidung des Widerstands. Aber Sie haben es möglich gemacht. Die Verbannten haben sich zerstreut. Das passiert eben, wenn man der Schlange den Kopf abschlägt. Ohne Sloan und Caters sind sie desorganisiert. Schwach. Wie sind Sie zum Scharlatan geworden? Es war gar nicht meine Absicht, der Scharlatan zu werden. Aber ich konnte nicht offen gegen Sloan vorgehen. Also verpflichtete ich andere. Vertreter, die meine Rolle spielten, Exilanten rekrutierten und Befehle erteilten.
Die Einheimischen nannten sie irgendwann Scharlatane, weil sie niemals waren, was sie vorgaben. Und der Name blieb. Weiß der Widerstand, wer sie wirklich sind? Nein, aber es wäre Ephra wahrscheinlich auch egal. Ihn interessieren nur Ergebnisse. Das Geheimnis um meine Identität ist keine Böswilligkeit, Ryder. Es geht nur darum, ungestört operieren zu können. Waren Sie an der Meuterei auf der Nexus beteiligt? Ich hatte mit diesem Unsinn nicht das Geringste zu tun. Warum haben Sie die Nexus dann verlassen? Ich fand die Art, wie Tan die Dinge gehandhabt hat, nicht gerade vertrauenserweckend. Also entschied ich, dass ich alleine besser dran bin. Ich bin gemeinsam mit den anderen von Bord gegangen und schließlich hier gelandet. Ich sollte jetzt besser gehen. Ryder. Ja? Verstehen Sie mich nicht falsch, aber Sie sind hier nicht sonderlich beliebt. In Kadara Port, meine ich. Autsch. Was ich damit sagen will, ist, Sie brauchen einen Freund. Einen Insider, der Ihnen zur Seite steht. Ich könnte dieser Freund sein. Falls Sie also Informationen über Exilanten, Sloan oder was auch immer brauchen, kommen Sie zu mir. Danke, denke ich. So, jetzt kann ich endlich mal Außenposten bauen. Warte auch mal Zeit. Ich frage mich, ob das andere auch ausprobiert haben, so rein und raus zu kommen. Eignet sich für einen Außenposten der Initiative, Pathfinder. Ich bestätige, ich fordere einen Außenposten an. Das hier könnte genauso viele Leute verärgern wie ernähren. Direktor, ich hoffe, Sie genießen die Show. Ich genieße unsere Fortschritte. Der Teil mit der Show steht auf einem ganz anderen Blatt. Mal im Ernst, ein Außenposten auf Kedera, wo sich die schlimmsten unserer Exilanten niedergelassen haben? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Sie wollen Stabilität, genau wie die Nexus. Durch einen Außenposten können wir einige von ihnen wieder für uns gewinnen. Das ist wahr. Sie sind gegangen, als unser Traum geplatzt ist. Und Sie haben viel dafür getan, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Das hier ist ein Erfolg. Und wir brauchen Erfolge, egal wie sie aussehen. Machen Sie also so weiter. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht, aber wir sind noch nicht am Ziel. Noch lange nicht. Aber jetzt wird es Zeit für Ihre öffentliche Ansprache. Denken Sie, Sie können über das alles hier irgendetwas sagen, das die Leute motiviert? Etwas, um Ihnen Kedera schmackhaft zu machen? Sie wollen das tatsächlich ausstrahlen? Ich habe vielleicht Vorbehalte, aber in meinen Akten steht heute ein Außenposten mehr als gestern. Also ja, machen Sie es Ihnen schmackhaft. Wir wurden jahrelang ausgebildet. Aber als wir in Andromeda ankamen, hat sich alles verändert. Welten wie diese hätten unseren Traum beinahe zerstört. Aber wir können sie wieder aufbauen, ihr Stabilität bringen. Wenn es je eine Welt nötig hatte, dass die Besten von uns ihr Bestes geben, dann diese. Wir werden das für die Nachwelt festhalten, Pathfinder. Edison Ende. Stimmt ja, jetzt kann man einen Empfänger aufstellen.
habe einen geeigneten Standort für einen HMS-Empfänger gefunden, Pathfinder. Der NAV-Punkt ist verzeichnet. Na dann. Okay, ich brauche wieder Schwung. Dieser mit viel Schwung hier. Boah, das ist so wird's nichts. Nochmal. Ich krieg das hin. Och, leck du mio, fette Krampe, ey, aber echt. Blödes Fahrzeug. Helios News Service, jetzt live auf Sendung. Lol. Da immer mehr Reisende aus der Stase geweckt werden, benötigt die Initiative dringend Blutgewebe und DNA. Mögliche Spender werden gebeten, sich an einen Arzt zu wenden. Das war HNS. Geiler Ausblick. Im Ernst jetzt. Wirklich geiler Ausblick. Ja, so heiß ich. Ist das wirklich der Pathfinder? Nein, ich bin bloß Gott. Das ist doch mal was. Na, wenn das nicht der Pathfinder ist, willkommen im Außenposten Diteon. Christmas Tate vom Minenunternehmen 7, zu Ihren Diensten. Wie läuft es hier bei Ihnen? Es wurde niemand von hinten erschossen. Also besser als erwartet. Haben Sie Zweifel wegen des Kollektivs? Ich mache ungern Deals mit Leuten, die unbeständiger sind als Geister. Ich bin ein ehrlicher Mann, der gerne mit ehrlichen Leuten zusammenarbeitet. Das ist genau die Art von Einfluss, die Kedera braucht. Freut mich, dass Sie das so sehen, Pathfinder. Haben Sie sonst noch was zu melden? Naja, da ist dieser Kult. Ein Kult? Im Ernst? Sie sind harmlos, aber das, was Sie verehren, beunruhigt mich ein wenig. Es ist irgendeine riesige Maschine. Sie nennen sie Alter Abhäuter. Vielleicht steckt gar nichts dahinter, aber Ihr Anführer Bishop ist losgezogen, um Tribut zu zollen. Und nicht mehr zurückgekehrt. Ich kümmere mich darum. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Das weiß ich zu schätzen. Machen Ihnen die Exilanten irgendwelchen Ärger? Wir haben sogar einige aufgenommen, die weder zu den Verbanden noch zum Kollektiv gehörten. Der Aufstand war eine üble Sache. Viele ganz normale Leute wurden darin verwickelt. Ich bin froh, dass wir ihnen eine zweite Chance geben können. Detaeon. Interessanter Name. Bedeutet er irgendwas? Das ist ein Insiderwitz der Kompanie. Detaeon war eigentlich nur der provisorische Name für unseren Außenposten. Er ist eine Kurzfassung von Diensttätigkeit ohne Nahverkehrsanschluss. Lol. Sie sehen aus, als wären Sie schon ganz schön rumgekommen. Sie wollen also sagen, dass ich alt bin? Das habe ich nicht. Hey, ich bin 61 und habe mich mit meinem Alter arrangiert. Ich bin der älteste Anführer eines Außenpostens, aber auch der härteste. Ich bin nicht nach Andromeda gekommen, um zu sterben. Im Gegenteil. Sie sagten, Sie gehören zum Minenunternehmen 7? Die besten E-Zero-Bergarbeiter auf dem Mars, bis das Zeug abgebaut war. Und jetzt setzen Sie Ihre Fähigkeiten auf Kadera ein? Sie haben das Wasser trinkbar gemacht, aber im Fels ist immer noch jede Menge Schwefel. Der Direktor will daraus Dünger machen. Carter kann Ihnen mehr dazu sagen, aber schleichen Sie sich nicht an Sie an. Okay, ich schleiche mich an Sie an. Danke für das Update, Christmas. Jederzeit. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie hier auftauchen. Kennen Sie eigentlich jeden? Drew hat im Lager der Nexus gearbeitet. Das erklärt vermutlich, warum Sie mir diese Regulatoren nie geschickt haben, Seneca. Ich war mit dem Umzug beschäftigt, aber ich habe sie für Sie zur Seite gelegt. Ich wusste, dass der Pathfinder irgendwann auftauchen würde. Was haben Sie während des Aufstands gemacht? Oh, ich war dabei. Hab mich in einem der Lagerräume eingeschlossen. Totales Chaos. Muss seltsam für Sie sein, die Exilanten wiederzusehen. Tan versucht's mit aus den Augen, aus dem Sinn. Aber nach meiner Erfahrung hat das noch nie funktioniert. Sie sind also der Ausrüstungsoffizier? So lautet mein offizieller Titel, ja. Aber ich erledige auch alles andere, was so anfällt. Schrubben, kochen, was immer ich tun kann, um zu helfen. Das ist nett von Ihnen. Es hält mich beschäftigt. Ich habe auf dem Mars den Bohrer bedient, bis ich mir die Hand ruiniert habe. Ich hatte Glück, dass ich sie nicht verloren habe. Aber die Nerven sind nie richtig verheilt. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Oh ja. Ich schwöre, das Kollektiv kann absolut alles beschaffen. Sie sind sogar noch verlässlicher als Vetra. Vorsicht. War ein Witz. Niemand ist besser als Sie, Nix. Man sieht sich, Drew. Kämpfen Sie weiterhin für das gute Pathfinder. Ich doch immer, mein Gutster. Scheint mal Art ein Konferenzraum zu sein. Hallo, Ryder. So.
Ich glaube, hier können wir es schaffen. Zum Glück haben wir... Halt! Kommen Sie nicht näher! Okay. Puh! Falscher Alarm. Ich dachte, es gäbe Säurespritzer. Ist es jetzt bestimmt sicher? Absolut. Sonst würde ich es nicht sagen. Nancy Carter, Wissenschaftsoffizierin des Außenpostens Diteon. Sie müssen der Pathfinder sein. Gehörten Sie auch zum Minenunternehmen 7? Ja, das heißt, nein, ich war keine Bergarbeiterin. Aber ich habe mit Christmas und den anderen zusammengearbeitet. Sie sind meine Familie. Sie sind nach Helios gekommen, um bei Ihnen zu sein? Ich weiß, dass das albern ist, weil ich sie alle überleben werde. Also zumindest statistisch betrachtet. Aber ich konnte sie einfach nicht ohne mich in so ein Abenteuer ziehen lassen. Woran arbeiten Sie? An einem extrem starken Phosphatdünger unter Verwendung der natürlichen Schwefelsäurevorkommen auf Kedera. Extrem stark. Das ist gut, oder? Absolut. Meine Arbeit wird die Gärten überall in Helios mit Nährstoffen versorgen. Sobald wir Gärten haben. Und das werden wir. Dank Ihnen. Man sieht sich, Kartal. Ja. Bis dann, Pathfinder. Toll. Steinsammlung lösen könnten, um... Das sind Bohrkernproben. Keine Steine. Oh, er ist hier. Pathfinder. Ich heiße Riff, Bergbauingenieur des Außenpostens Diteon. Macht Christmas Ihnen die Arbeit schwer? Ständig. Aber so ist er nun mal. Stört mich nicht. Was halten Sie von Kedera? Mineralisch betrachtet ist es eine Goldgrube. Carta hat bereits praktische Verwendung für die Ressourcen von Kedera. Und die Leute? Oh, mit Leuten habe ich es nicht so. Aber das Kollektiv scheint ganz okay zu sein. Sie kennen sich hier sehr gut aus. Was genau macht ein Bergbauingenieur? Oh, wir sind in jeden Arbeitsschritt beim Bergbau involviert. Christmas ist ein guter Mann, auch ein guter Bergarbeiter. Aber er braucht mich, um zu entscheiden, wo gebohrt wird. Und wann man aufhören muss. War nett, mit Ihnen zu plaudern, Riff. Jederzeit, Pathfinder. Riesenteil. Ach, ich gehe noch mal kurz in die Stadt rein und gucke mal, wie es jetzt dort abgeht, gerade. Kleiner Umbesetzung im Management.